Werte Hörerschaft, hier ist wieder Feelings. Hört, hört. Pass auf, ich sag gleich, wie es ist. Ich hab verschlafen, Leute. Ich hab verschlafen und zwar, aber ich hab nicht verschlafen. Ich hab einfach nur die Abholzeit vergessen. Ich dachte, ich werde später abgeholt. Also von daher habe ich ja nicht verschlafen. Jemand wie ich kann ja eigentlich gar nicht verschlafen. Weil ich ja Schlafprobleme habe und nie schlafe, kann ich auch nicht verschlafen. Und dann auch neu im Geschäft angekommen, Krankheit. Ich bin krank, ich bin erkältet. Und ist egal. Aber weißt du was? Mir geht's richtig scheiße, aber die Haare liegen heute richtig gut. Ich bin aufgestanden und dachte, was ist denn jetzt los? Ich fühle mich total scheiße, aber ich könnte Haarmodel werden heute. Ich könnte heute in die Zeitschriften von Salon des Herrn oder wie die heißen, da könnte ich heute ein Bild, also ein Cover machen, wo alle sagen, oh, ich möchte gerne die Haare so haben wie er. Ich habe irgendwie, also ich weiß natürlich nicht, wer kommt, aber ich habe heute nur immer Anrufe gekriegt, beeil dich. Das ist natürlich dann krass geil, wenn man verschlafen hat, dass man sich dann nicht so richtig beeilen kann, weil man ja weiß zu Hause schon, dass man zu spät kommt. Aber der Gast, die gestern, ich habe nur gehört, das muss, ist eine ganz fixe Nummer heute. Das ist hier, er, sie, es muss sofort eigentlich wieder gehen. Also es hörte sich eigentlich so an, dass der Gast fast, also das vielleicht kann es auch sein, dass ja kein Gast heute da ist, weil das sich mit herkommen und dann gleich wieder weg, hätte sich ja nicht gelohnt. Aber ich bin natürlich natürlich voller Vorfreude auf den Menschen, den ich nicht weiß, wer es ist. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix. So, da sind wir wieder. Ey, hier, Fari. Hallo. Fari, wo ich aber nicht den warte mal, nicht Hilderim, sondern, nee, nicht lachen. Ja. Geh noch mal raus, warte mal, komm ich noch mal rein. Ich geh noch Fari an. Yadim. Hey, schön. Das ist das selten. Den Namen, ich hab mich... Das ist kein Starname. Wieso? Ist, nee, es wird der nicht, große Yadim, damit hätte, kannst du im Zirkus auftreten. Jardin. Jardin. Farin Jardin. Fari Jardin. Das wäre schön gewesen. Schön, hallo Kurt. Ja, schön, dass du da krank. Bist. Ich bin auch du bisschen, auch? Ich bin ein bisschen Nase. Aber es sind Ausläufer. Es sind wirklich nur Ausläufer. Ach, du bist auch krank. Da können wir uns eigentlich umarmen, oder? Ja. Komm. Da dürfen wir. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben uns ja noch nie, doch einmal haben wir uns bei Sido, haben wir Weihnachten gefeiert. Ja, das ist eine komische, also distanzierte Liebe. Da saßen wir jetzt, also so wie halt Sido denn Weihnachten feiert. 3000 Gäste, die hinter einer Absperrung sind, die zugucken, wie er feiert. Und wir waren in diesem komischen Spiel mit dabei. Wir saßen auf der Bühne nebeneinander auf der Couch und haben eben, also wir haben auch quasi exklusiv zugucken können, wie der feine Herr Weihnachten feiert. Ja, und wurden so eingeladen als so Bonbon, aber ich hatte nichts zu bieten. Also man hat mich ausgepackt und ich saß da und habe mich eigentlich verkrümelt. Es war mir auch unangenehm vor diesem Rap-Publikum. Ja. Ich hatte nichts zu bieten. Aber das ist, glaube ich, egal. Man darf auch nicht zu viel bieten, weil nee. Dann steht man ja im Vordergrund und das mag er, glaube ich, nicht. Ah, okay. Er lädt schon gerne so ein, weißt du, wo auch klar ist, der hat eh nichts zu bieten, den laden wir ein. Das kann sein. Ja, Ego, das ist das ist Thema. Unsere Geschichte? Das ist unsere gemeinsame Geschichte, war's. Wo... Ich habe so eine ganz distanzierte, ich weiß nicht, wie du mit Komplimenten umgehen kannst, aber ich habe so eine distanzierte Liebe. Ich höre gerne Komplimente, aber ich kann nicht damit umgehen. So. Brauchst du nicht damit umgehen. Aber das ist wirklich eine ganz lange schon währende Liebe. Ich hatte erst Angst vor dir. Ja, warum? Ich hatte Angst, weil ich deine Kraft und diese Torpedos, die du so schießen kannst. Ich bin sehr stark, weil du bist stark. Ich bin siebenmal eine Woche im Gym auch. Ja, aber nee. Schläg dich nicht mit mir an. Ja, eher so. Also im mach Mund. Mir nette Komplimente, aber kritisiere mich nicht, weil dann kann zum Tier werden. Genau. Und das habe ich immer genossen, aber irgendwann hast du dann ja auch so Verletzlichkeit angeboten und so eine weiche, so eine herzensgute Seite und dann.
Ich habe dich immer geliebt von Weitem, aber ich wollte dir nicht zu nahe kommen. Aber das ist ja bei mir genauso. Das sagst du jetzt nur so. Nee. Das brauchst du auch nicht wirklich sagen. Doch, Jerks oder was, habe ich ja jetzt, das ist ja, passt ja jetzt. Ihr hört jetzt auf, oder was? Wir hören auf. Naja, das habe ich ja geliebt auch. Wirklich? Ja, ich hab's nicht von Anfang an gesehen. Ich war nicht so Fan der ersten Stunde. Aber nicht, weil ich das doof fand, sondern weil ich dachte, die Jungs sind gut. Lass sie machen, brauch jetzt nicht gucken. So ist das bei mir mit und dir. Dann habe ich mir, darf man das sagen, dass ich bei Jerks dann, oder nee, nicht bei Jerks, bei Join einen Vertrag abgeschlossen habe, diese 4,99 und dann zugesehen habe, dass ich in einem Monat alle Staffeln gucke. Das ist doch klar, das ist doch der Klassiker. Voll abgezockt, also quasi eine Staffel 1 Euro. Billiger geht's nicht. Haben sie alle gemacht. So. Haben sie? Ja, und dann sofort, als die letzte Folge lief, sofort abgemeldet. Ja, ich sag, hätte ich ja 8 Euro zahlen müssen, weißt du? Darf man das machen, oder? Ich weiß nicht. Ihr kriegt ja trotzdem euer Geld, oder? Wir haben. Geht da jetzt nicht um Abos, oder? Das ist ja jetzt nee. Join oder ProSieben ist ja jetzt keine Drückerkolonne. Ich glaube, inzwischen müssen die in Richtung Drückerkolonne sich ausrichten. Aber wir sind da versorgt. Ich bin dankbar, dass du überhaupt diesen einen Probemonat da gemacht hast. Schön, dass du das, es geht mir genauso andersrum. Darf ich das wirklich sagen? Ich habe immer gedacht, gut, dass er da ist. Ich muss jetzt nicht alles gucken oder hören, aber ich bin einfach froh, dass du da bist. Ja, es ist wirklich so. Ich habe das, also auch bei Teddy, ich habe Teddy zum Beispiel noch nie live gesehen, wo jetzt ist nicht durch, weil ich jetzt das ablehne, im Gegenteil. Ich liebe den, aber ich weiß doch, dass das lustig ist. Ich muss da nicht hingehen. Weißt du? Genau. Er ist da. Das ist einfach auch, wenn der Preise kriegt oder irgendwas, dann denke ich immer, das ist auch mein Preis, weil das ist wie so eine Familie, weißt du? Ja, also lass ihn wichtig. Auf Tour gehen, dann muss ich das nicht machen. Ja, danke. Weißt du? Gehst du gar nicht auf Tour, ne? Doch, ich bin ja auf Tour. Ich bin bis zum 17. Juni bin ich nur auf Tour. Was machst du denn dann da? Stand-up. Echt? Comedy. Ich bin ja Komiker, ich bin ja Bühnenkünstler eigentlich. Ja, stimmt. Wusstest du das nicht? Doch, das wusste ich auch. Ich wusste nur nicht, wie das geht. Oder wie man das nennt. Ja. Was machst du denn da? Wie heißt das denn? Du hast doch bei Teddy auch mitgemacht da. Du bist doch jetzt auch Komiker. Ja, das war... Oh Comedy-Legende Mann. Bist du jetzt. Das ist unangenehm. Hast du das gesehen? Naja, klar. Bitte. Oh nein, das ist wirklich... Weil das ist so... Ich liebe den ja auch, ne? Und wir lieben uns alle ja. lieben den. Wer liebt den? Stimmt. Also wer Teddy nicht liebt, so, der nicht muss so sehr krank sein. Ja, genau. So ist es. Und ich liebe ihn wirklich. Und das ich auch. Ach, und dann mache ich alles mit und so und... Aber irgendwas war da nicht. Ich erlebe das. Du hast dich ein bisschen gequält. Ich habe mich, da hat man es gesehen. Das ist halt, bei Comedy ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesagt habt, wenn du auf die Bühne gehst und vor, sagen wir mal, 100 Leuten stehst oder vor 1000, du musst signalisieren, dass du Bock hast. Oh, shit. Sobald du rauskommst und so denkst, ach Gott, das sind aber viele Leute, was denken jetzt über mich? Ist das beim Podcast auch so? Dann ist, das weiß ich nicht. Ich hab, also beim Podcast habe ich keinen Druck. Hast du keinen Druck? Nee. Ich bin so naiv, ich verfüge über kindliche Naivität noch, dass ich nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das jetzt abläuft. Also ich kann mir jetzt ein oder zwei Menschen vorstellen, der eine liegt im Bett und der andere ist im Keller und hängt Wäsche auf und hört das jetzt so nebenbei. Da entsteht kein Druck. Aber wenn 1000 Leute vor dir sitzen und du weißt, du gehst jetzt da raus, du bist der einzige Komiker, der gleich hier auftritt, da muss es so eine Umkehrung geben in Größenwahn. Ja. Dass du rausgehst und sagst, Leute, ich bin der Einzige, der die Welt jetzt retten kann. Und das kann ich nicht, da werde ich müde, da werde ich grundmüde. Das macht Spaß, weil man ja die Welt nicht retten kann. Das ist ja eigentlich ist das ja Betrug. Ansage. Weißt du? Ich bin der Einzige, der hier jetzt heute die Situation retten kann. Das ist wirklich so. Ich werde dann immer traurig. Kennst du das, wenn du fröhlich sein musst, wie das Gegenteil? Ich bin dann kurz vor der Show. Bei Wer stiehlt mir die Show? Habe ich auch gesehen. Ich bin ja ein Fanboy eigentlich. Das war mit Olli Schulz. Ja, der ist natürlich auch. Und wie heißt sie? Nilam. Ja. Farouk. Genau. Da hast du nicht gewonnen, ne? Nee, ich habe es nicht weit. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also es war nicht kokett. Ich weiß einfach nicht so viel. Hab auch irgendwann aufgehört. Also pass auf, Geografie? Ja. Völlig, also darf man mich gar nichts fragen. Ich bin seit 40 Jahren, über 40 Jahre lebe ich in Berlin. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Ich kann ja nicht sagen, wo Osten, Süden, Norden, Osten, Westen ist. Und dann Musik.
dieser neumodische Schnickschnack an Musik, weißt du, so, was ist denn jetzt gerade erster Platz, Charts, Rock? Nee, Pop, sagen wir mal Pop. Was ist, ja. Fari, jetzt ruhig mal eine halbe Stunde, hast du Zeit hier das Lied der Lieder zu erklären. So sieht es aus. Und genau so, da stand ich und wurde alt, immer älter. Ist so, wa? Ja, es war unangenehm. Wie alt bist du? 42. 42. Wieso, wie alt bist du denn? Naja, ich könnte dein Vater sein. 48. Ich komme aus Neukölln, da wäre das möglich. Oh Gott. Oh Gott. Leider kein Einzelfall. Der junge Vater. Oh, weißt du, was uns unterscheidet? Nee. Du hast ein Selbstverständnis. Also kannst du so über dich sprechen und kannst so bestimmte Schlagworte sagen, das bin ich und das kann ich und da so und, ja. Und ich kann das nicht. Und ich glaube, das ist, hat mir... Das, aber das, den kannst du auch nicht lügen, wa? Kannst nee, du? Ich weiß ja gar nicht, wer ich... Ich habe keine Umrisse von mir. Ich bin halt, ich komme nicht an bei mir. Ja. Ich weiß nicht, ich krieg mich nicht umrissen. Und ich glaube, dieses schwammig, dieses Fluide, dieses immer ins Leere greifen, in das Schwammige greifen und immer aber Versuche, immer das sind immer so Versuche, sich zu greifen zu kriegen. Und deswegen versuche ich immer so, gucke ich, was für eine Resonanz beim anderen. Hat der, ich überprüfe mich über die anderen, dann gucke ich, wie du dich selbst betrachtest und versuche das zu übernehmen und guck mal, ob die Übertragung gelingen könnte. Aber es gelingt dann nicht. Dann merke ich, nö, kann ich über mich nicht sagen, Komiker. Nö, kann ich über mich nicht sagen, Schauspieler. Nö. Und dann, ich merke, im Moment der Manifestation verfliegt es wieder. Kennst du das nicht? Ich finde es so schön, dass du das nicht kennst. Das ist, das manchmal ist, muss man einfach lügen. Dass man meinst sagt, du? Man ja, muss behaupten. Klar, ich bin der Beste. Irgendwie wollte irgendeine Zeile, irgendwas, eine Produktion, irgendwas wollte einen Pressetext haben und da habe ich reingeschrieben, also über ihn. Ne? Er ist eine lebende Legende. Und das wird heute noch abgedruckt und jedes Mal muss ich lachen, dass ich denke, wie doof seid ihr eigentlich, dass ihr jetzt mit Copy and Paste einfach jetzt reinschreibt, jetzt, weil das so peinlich ist. Also eigentlich, meine, bei mir, ich bin Komiker, bei dir als Schauspieler ist es, wird es vielleicht gefährlich, wenn du jetzt irgendwie selbst Pressetexte verfasst, wo draufsteht. Fariadi, lebende Schauspiellegende, Ikone. Ich bin eine Ikone. Ja, ja, das. Weißt du? Also einfach Lügen. Mal behaupten. Ja, das ist das Gleiche, wie es nicht wissen. Es ist doch Kunst. Es ist ja, wir sind doch jetzt in der Kunst. Wir betrügen ja nicht. Darunter muss ja keiner leiden. Ist ja jetzt nicht, wir klauen ja jetzt nicht der alten Oma die Handtasche dadurch. Das, verstehst du? Ich habe dir was mitgebracht. Ja, stimmt. Geschenke. Ich habe dir was. Ich habe was Blatt gemalt. Nee, ich habe dich gemalt. Ja? Ja. Also warte erstmal, kannst du malen oder? Was heißt wie, das? Naja, wie oft hast du denn schon gemalt? Also nicht so oft, dass man. Ich bin eine lebende Künstlerlegende. Ich bin der. Der Malerfürst. Ich bin Malerfürst. Was ist denn so ein großer Titel? Hier knittert das schon. Ich habe dir eine Auswahl geschickt. Darfst dir nur eins aussuchen. Wieso? Ach, kannst so, auch alle nebeneinander hängen. Ja, okay, zeig mal her. Ich hatte keinen Bock, den Rahmen... Ja, du hast jetzt einfach, also... Hast du eine Taxi die sind so gemacht, eingedreht. Nee, die sind so eingerollt, weil ich die sonst nicht transportieren kann. Und die musst du jetzt irgendwie noch glatt bügeln. Naja, zeig doch mal her. Ach, das ist aber... Also, das ist nicht schlecht. Es ist so zwischen gut und scheiße. Nee, man kann es erkennen. Jon. Das ist gut. Ich habe auch, also von der Frisur her, sage ich jetzt von meinem Friseur, und das sieht man hier auch, mach mal wie Willy Brandt. Ich habe die Frisur von Willy Brandt. Ist dir das aufgefallen? Ist das überhaupt irgendjemand aufgefallen? Mir ist das nicht aufgefallen. Und was bisher man sieht noch das da auch. Nee, aber schön. Was ist das? Tusche? Du lügst ja. Nein, ich lüge nicht. Das ist halt das Problem, wenn man öffentlich darüber spricht, dass man lügt, ja, dann wann? Wird man natürlich nicht mehr ernst genommen. Hier musste das schnell gehen. Da hast du nebenbei Zähne geputzt. Das war bei das dem Letzte. Zweiten. Das war das Letzte. Aber man kann es doch erkennen. Ja. Das war schön. Wie heißt das? Die Kartoffel? Das ist das so ein Allmann-Diss-Ding jetzt nee, so? Nee, null. Das ist das Kartoffelfresse? Das ist Hashtag Kartoffel. Es heißt, es hat einen ganz kurzen Namen. Wie Co. heißt es? Wie? Co. Das heißt, kann ich alle haben? Ja, hast du unterschrieben? Nee, musst du unterschreiben. Ach, stimmt. Das hat das ja keinen Wert. Ja, das mache ich noch. Das hier heißt Co. Jetzt denke ich gerade, wenn ich jetzt irgendwann komplett verarmt bin und richtig viel Kohle brauche, dann gucke ich auf einmal in mein Schlafzimmer über mein Bett, wo diese drei Bilder
von Fari hängen. Und dann? Jede 2 Millionen, weißt du, und auf einmal bin ich so reich, wie ich noch nie reich war. Bist du nicht reich? Redest du, lügst du da auch? Was heißt reich? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Was heißt reich? Das ist eine gute Frage. Ich hab sowieso, wir Künstler dürften eigentlich überhaupt keine Kohle haben. Das sieht Rocco Schamoni auch so. Wenn ich dir jetzt 1 Million auf den Tisch haue und sage, hier Fari, jetzt hast du so viel Kohle, dass du in deinem Leben nicht mehr arbeiten gehen musst, würdest du denn hier das Studio verlassen und sagen, hurra, endlich ist es soweit, ich habe die ganze Scheiße hinter mich gebracht, ich muss nicht mehr arbeiten gehen? Du würdest doch trotzdem morgen wieder zur Arbeit fahren, oder? Das stimmt, aber ja, teils, teils. Weil das ja immer, also jetzt nicht von allen Künstlern, aber von vielen Künstlern ist ja auf bestimmte Zeit relativ schnell viel Asche zu machen. Du musst alles annehmen, was dir angeboten wird, weil irgendwann ist die Zeit vorbei und dann hast du keine Chance mehr. Ja. Das ist so eine Schiene, die ich hasse. Ja. Und ich denke, nee, ich möchte nicht jeden Scheiß annehmen, der mir angeboten wird. Habe ich aber lange gemacht. Ja? Ja. Habe ich lange, lange gedürstet und immer mich. So. Weil du dachtest, das ist jetzt, du bist jetzt nur für ein Jahr bekannt und dann sagen alle, geh mir weg mit Fari, wir können ihn nicht mehr sehen. Ich habe eigentlich immer geschielt Richtung so Arthouse und Theater und da wollte mich keiner. Ich hatte ja so Locken und habe immer so Grimassen gezogen. Und ich war ja so ein Handelhain. Nee, also nicht jetzt schon wieder der Typ mit den Locken, der immer die Grimassen zieht. Ja, den brauche ich in meinem Arthouse-Industriegebiet-Film nicht. Und ich habe, da habe ich immer hingeschielt innerlich, weil ich diese Wertigkeit gespürt habe, dass es da so eine Feuilleton-Liebe gibt und so. Die ist mir ja nie zuteil geworden. Und dann habe ich da immer hingeschielt, habe aber währenddessen gleichzeitig diese ganzen blödsinnigen, blödeligen Komödien gedreht und so einen Furzhumor bedient und so weiter. Und am Ende des Tages ist da so eine traurige Diskrepanz geblieben. Eigentlich habe ich die ganze Zeit gegen mein eigenes Naturell angespielt. Ich hatte das Gefühl, ich kriege ja die anderen Möglichkeiten nicht. Ich kriege ja gar nicht das Angebot, also muss ich zugreifen, was da ist. Und dann versuche ich halt, das auszumelken, was da so kommt. Aber die Leute lieben dich doch. Mit dem, was du machst, mögen die dich doch, oder? Als ich losgelassen habe, weißt du was, dass das der Moment war? Da, also ich weiß nicht, ob ich das noch ansprechen darf, aber das, was bei alles, dir Depression, du darfst alles. Das, was bei dir vielleicht die Depression war, ne, dieses Eingeständnis von Verletzlichkeit. Als ich losgelassen habe, beliebt sein zu wollen, ist bei mir eine ganz tiefe, tiefe Sorge, ganz tiefe Not. Immer Liebe, Liebe, Liebe. Als ich davon loslassen konnte, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, ich war einfach müde und traurig. Ich habe es nur nicht Depression genannt. Und dann kam Jerks. Ja. Und da durfte ich dann Abgründe in mir entdecken. Und ich durfte so ein bisschen loslassen. Und ich glaube, die Liebe, diese Resonanz für das Abgründige und für das Loslassen, die hat mich jetzt so ein bisschen, jetzt bin ich irgendwie guter Dinge. Aber ich habe nicht mehr so einen Druck. Ich hatte auch so einen Druck, als ich hierher kam. Dachte, oh, ich muss jetzt hier witzig sein. Kurt, der ist so schnell und schlagfertig. Und nö, wir können auch, also wir können uns auch hinlegen und langsam sprechen. Darf man? Naja, klar. Ja, aber und dann finde ich das wieder doof. Das Geile am Podcast, das ist doch, gibt doch keine Regeln. Ist das wirklich so? Ja. Aber draußen also bei sitzen mir doch, guck mal, ich sehe doch hier dein wie heißt er denn? Jon, kenne ich schon seit Ewigkeiten. Der ist hier. Woher kennt ihr Manager, euch, ja? Seine Frau, Melika, habe ich irgendwann, ich weiß in welchem Kontext. 66, 67 habt ihr gedreht. Natürlich, wir haben einen unfassbar guten, das war mein einziger Arthouse-Film. Der Film, die 66, 67, über die Ultraszene in Braunschweig. Eine meiner besten Filmszenen, die ich je hatte, ist in dem Film. Und das ist der einzige Arthouse-Film, in dem ich jemals besetzt wurde. Da habe ich Melika kennengelernt und seitdem kenne ich Jon. Und der managt das jetzt. Sie gucken alle mit so aufgeregten Augen, gucken sie durch so eine Glasscheibe aber zu. Aber guck mal, beide grinsen aber so Jon leicht. Lacht jetzt. Der Tontechniker, Peter oder wie er heißt, Jonas, und hör auf jetzt, guck mal, jetzt spuckt er Schaum. Nee, die amüsieren sich doch, weißt du? Ja, genau, und ich sag mal, wie geht man denn mit Druck um? Naja, ich bin ja Theaterlegende. Ich bin ja seit 25 Jahren stehe hier auf Bühnen. Ja. Und also ich habe immer Lampenfieber, wenn ich auftrete. Immer noch? So. Ja.
Also da weiß ich jetzt nicht, keine fachmännische Beschreibung dafür, warum, aber ich weiß, dass es gut ist. Also ich weiß, dass diese paar Minuten Demut, die man dann hat, dass man denkt, vielleicht bin ich doch nicht die geilste Sau hier in der Stadt, weiß ich nicht, kommt heute raus, dass ich gar nicht lustig bin. Mhm. So, dass die ganze Zeit meine reichen Eltern das alles bezahlt haben, dass das Statisten waren, weißt du, die gelacht haben, weil über mir ein rotes Schild stand mit Applaus. Das ist jedes Mal so. Und wenn du dann auf die Bühne gehst und so die ersten 30, in den ersten 30 Sekunden merkst, die mögen mich, dann kippt es so ein Größenwahn. Oh, weißt du, dass ich dann sofort denke, naja, Lampenfieber, ich doch nicht, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Lampenfieber. Natürlich bin ich hier Herr der Lage, aber absolut. Mhm. Und dann macht's Bock. Oh, das ist glaube ich, diese Angst, dass die Leute an diesem Tag, an diesem Montag dann sagen, nee, Fari, also wir haben es lange genug ertragen. Heute ist der Tag, wo wir mal Tacheles reden und sagen, du bist nicht gut, du bist nicht toll, du bist nicht lustig, gar nichts. Und wir stehen jetzt alle auf und gehen. So, das ist also ein Albtraum, den ich immer wieder habe, wenn ich vor Premieren stehe. Und ich habe das prophylaktisch. Dass ich bis zum Schluss spiele, also bis der Letzte geht und während der Letzte geht, denke ich noch, also oder denke dann, nee, ach weißt du was, dann breche ich ab. So, weil dann klar wird, also wenn der jetzt auch noch geht, dann ist es halt so sinnlos, da in so einer leeren Halle irgendwie noch 3 Stunden Comedy zu machen, weil das übertrauriert hat. Das ist meine Angst. Oh Gott, ich verstehe das. Und ich habe das prophylaktisch. Ich gucke mir selbst zu oder höre mir zu oder gucke Dinge, die ich gemacht habe und denke, es gibt keinen Grund, warum du da stehen solltest und nicht 80 andere. Ja. Guckst du dir, hast so Jerks, guckst du dir das selber an dann? Ja, und da gab es auch Momente, also wo ich echt, aber ich mag mich eigentlich nicht gern angucken. Ich glaube, das ist es. Ich brauche die Bühne. Diese Bühnenerfahrung, das Unmittelbare, dieses direkte Gesicht und diese unmittelbare Resonanz, das fehlt mir als Erfahrung. Und dadurch bleibt immer diese Diskrepanz zwischen, du drehst was und dann wartest du ein Jahr und dann... Dass du weißt, ob der Gesichtsausdruck gut war, den du angeboten hast. Das hasse ich beim Film auch so, dass ich denke, boah, du musst jetzt... Bibi und Tina. Habe ich gerade mit meinen Kleinen geguckt. Ja. Und sind sie aus dem Kino gerannt? Nee, zu Hause, aber sie fanden dich so mittel. Ich habe immer so, Werbung immer für dich. Währenddessen, ich meine, das Kurt, den kenne ich, habe auch angegeben. Naja, ich war ja auch der Bösewicht. Aber den anderen. Aber Bösewicht dann guck dir bitte mit deinen Kindern nochmal was anderes was an. Na, LOL oder so. Würdest du mir LOL empfehlen? Ja, klar. Zu machen? Ja. Aber ich würde dir nicht große Chancen ausrechnen, weil du, glaube ich, schnell rausfliegen wirst. Kein Impulskontrolle. Du bist so ein toller Gast, wo man denkt, okay, dann erstmal alle auf Fari. Opfer. Das kann man auch Opfer. Das ist das Schöne an dem, man macht da Sachen, die man draußen nicht macht, so alle auf einen und so, weißt du, wo man immer sagt, so nee, also das macht man nicht. In dem Fall schon, klar. Die rennen mir direkt hinterher. Du würdest mir direkt hinterher wedeln. Oh Gott. Schöne Grüße auch an Joko. Ja. Ach, war der da? Der war auch dabei. Nee, und jetzt mit Jerks, jetzt ist es vorbei, weil ihr sagt, irgendwann muss mal Schluss sein, so wenn es am schönsten wird, soll man aufhören oder... Boah, das ist jetzt so die Geschichte, die wir da raufklatschen. Nee, ging es auch wie immer um Geld und Neid und Missgunst. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das ihr liebt euch wirklich, ne? Gegenseitig? Ja. Ja. Ist so, ne? Ja, das war Christians Entscheidung. Ich glaube, der hatte keine... Der brauchte mal der braucht mal eine Pause. Ach so, kommt aber, kann sein, dass es nochmal einen James Bond mit dir gibt. Nee. Mit ihm zusammen machen wir was, aber wir werden nicht mehr Jerks machen. Und ich glaube, das braucht dieses, der ist nicht korrumpierbar tatsächlich. Ja. Also ich war immer so, ich meine, ich will das immer weitermachen und war auch süchtig nach der Anerkennung, die ich darüber erfahren habe. Und er sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr denken in diesen Rahmenbedingungen, die Jerks sind. Mhm. So, da ist er wirklich ein Vorbild auch, aber das werde ich nie werden. Aber das finde ich geil, sowas finde ich immer geil. Ja, ne? Weil es ist besser, als wenn euch die Leute irgendwann auf der Straße anspucken und sagen, ihr seid langweilig. Jetzt ist die 35. Staffel Jerks draußen. Ja. Weißt du, das ist so, wenn es so stirbt. Wenn auch die Liebe der Leute weg ist und die sich dann nicht mehr freuen und sagen, oh Gott, wie lange wollen sie das noch machen? Absolut. Also von daher traurig, aber... traurig, mutig, schön.
so aufgeräumt. Das ist wirklich absurd. Du bist ja richtig aufgeräumt. Wie Ecke? Ja. Ich bin schwer krank. Ich bin erkältet. Ja, bist du jämmerlich? Also jammerst du, wenn du krank bist? Bist du so jemand, der kannst du bitte meine Mutter anrufen? Ich bin ein bisschen jämmerlich. Ich bin aber auch sonst. Ja. Auch sonst, wie du hörst. Auch wenn du nicht. Ich habe mich da so eingerichtet in so ein Ich jammer. Das tut gut. Ja, ja, das ist mein Zuhause. Ist Jammern eine deutsche Eigenschaft eigentlich? Ja, habe ich, glaube ich, in Deutschland gelernt. Aber wäre jetzt unfair, das aufs Land abzuwälzen. Ja. Das ist schon, kommt schon aus dem tiefen Inneren. Ich hab da so eine Lust dran. Zu jammern? Ja, das ist doch angenehm. Und dein Umfeld nervt die denn? Extrem, oder sagen, ey, hör doch jetzt mal, reiß dich doch mal jetzt zusammen, verdammte Scheiße, geh in die Apotheke, kauf Gelometol oder wie das heißt. Ach so, ja, wenn ich, da habe ich ja wenigstens einen Grund, wenn ich so eine verstopfte Nase habe oder so. Aber nee, auch sonst. Also bist du wirklich demütig? Hast du so ein Ritual für deine Demut, dass du so Dankbarkeitsrituale einbaust? Jetzt nicht übertreiben. So. wenn Vollmond ist, dass ich dann an bunten Steinen lutsche, oder? Ja. Am wunden Stein. Was denn? Der Grömer, hörst du wieder? Jetzt, ja, ist wieder demütig, jetzt ist wieder Vollmond. Ja, ich hab manchmal so Momente, wo ich das Gefühl habe, meine Güte, ist das Universum groß und bin ich klein. Sowas meine ich. Ja, wirklich. Und es klingt so abgedroschen, aber es ist doch schön. Liegst du denn nackt auf dem Stein irgendwo? Auf dem Stein nicht. So erhöht? Nee, erhöht sowieso nicht. Eher vergraben. Kommt einer denn, nimmt dich hoch und sagt Hakuna Matata, oder? Das wäre toll. Oh. Aber... Wenn diese Demutswelle kommt. So nackt. Ich würde gerne so nackt von so einem Stein hochgehalten werden und dann wird so ein Ja. Schreien alle. Alle Waldwesen. Aber wo findet das statt, wenn die Demutswelle kommt? Bett eingekuschelt. Ja? In meinem warmen Zuhause, ja. Ich mache mir oft das Gedanken über den Tod. Ja, ich auch. Dass ich, aber so im positiven Sinne, dass ich denke, weißt du, irgendwann, also wenn wir, man weiß es ja nicht, aber wenn wir Glück haben, werden wir beide, was werden wir, 85, 90 Jahre alt. Und dann denke ich, okay, bei mir sind es noch dann 40, 42, vielleicht 45 Jahre, die ich zu leben habe. Und das betrachtet erstmal nicht so viel dafür, dass ich jetzt den ganzen Tag irgendwo abhänge und sage, alles scheiße, wird ja nichts, klappt ja nicht oder so. Weißt du, also dass ich noch genug Zeit habe, richtig geilen Scheiß zu machen. Ja? Das freut mich denn, wenn ich an den Tod denke, dass ich weiß, irgendwann ist halt Ende Gelände. Was willst du noch machen? Ich will Theater spielen. Wirklich? Will ich noch mal? Einmal will ich noch. Hauptmann von Köpenick würde ich gerne spielen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weißt du? Ja, klar. Diese eine, ich will nicht im Theater jetzt arbeiten und dann alles spielen, was kommt, sondern nur diese eine Rolle noch mal. Und ansonsten gerade in diesem Jahr 2023 will ich mehr Freizeit haben. Und was machst du denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weg zum Mörder oder schmeiße mit Steinen auf kleine Kinder oder schubste Senioren. Keine Ahnung. Weißt du, ist ja ein Luxusproblem. Ich hatte im letzten Jahr richtig viel zu tun, sodass ich jetzt denke, vielleicht ist das auch so eine Demutsgeschichte, dass ich denke, mach mal weniger. Übertreib man nicht, weißt du? Überdreh mal jetzt nicht. Das kannst du nicht so einfach. Du nicht, du bist nicht der Typ, bei dem ich man sagt, ja schon, ich kann den nicht schon mehr einen sehen. Monat, ich habe jetzt 4 Monate Sommerpause zum Beispiel. Geil. Wo einfach nichts ist, wo nichts gebucht ist. Wo Warum heißt das hier eigentlich Feelings? Irgendeiner hat wieder gefragt nach dem Titel. Wirklich, ne? Weißt du, die brauchen erstmal, ist das bei dir nicht so, die brauchen erstmal einen Titel und dann wird das Konzept geschrieben. Ja. Ist wie mit Soloprogramm. Der Veranstalter kommt ein Jahr vor der Premiere und sagt, wie heißt denn das Programm? Und dann fange ich ja erst eine Woche vorher an dem Programm zu arbeiten. Also musst du ein Jahr im Vorfeld schon sagen, scheiß die Wand an. Heißt das? Projekt? Nee, ich stehe ja nicht vor einer Premiere. Ganz schön eigentlich. Wie heißt denn mein Programm jetzt gerade? Die Gönnung steigt. Die Gönnung steigt? Ja. Wo einfach Fakt ist, ein Jahr vorher, vor der Premiere, von dem keiner weiß, was der Inhalt ist, hat auch, und das ist ein großes Geheimnis, meine Titel nie irgendwann mit dem Inhalt zu tun. Können sie nicht. Weißt du, es sei denn, wir kriegen zeitlich das Universum dazu, das zu verschmelzen. Darf ich reinbeißen eigentlich? Du darfst überall reinbeißen. Nippo, habt ihr Nippo? Also ich liebe Nippo. Oh, Nippo ist aber für mich, das ist immer das ist wie russisch Roulette, weil bei Nippon kann mal sein, dass mir meine alten Zähne kaputt brechen. Oh, geil. Ah, Nappo heißen die gar nicht. Nippo. Nappo?
Ich dachte, der ist ein Nippo. Was hast du denn da zu trinken? Hast du dein eigenes Trinken mit? Ich wollte gefragt. Oh, kann ich haben? Natürlich. Na, Uludag, natürlich. Das heißt ja eigentlich Uludal. Ja. Weil das peinlich G, jetzt. Nee, ist nicht schlimm. Aber das G hat ja noch so einen Zippel oben drauf. Türken sind die einzigen, die immer verbessern. Ist das mir aufgefallen? Ja, das sind die einzigen. Wenn du irgendwo rein, Merhaba. Nee, nicht Merhaba. Merhaba. Und dann stehst du da und denkst so. Ich meinte das jetzt ey, gar hätte nicht. Hätte ich einfach nur guten Tag gesagt. Hätte ich einfach nur Hallo gesagt. Nein, ich Vollidiot gehe zum Türken und sag Merhaba. Aber ihr meintet ja gut. Ja, ich meinte das gut, wenn du mich mit Türken meinst. Ich habe schwarze Haare gehabt und ich war. Also, schwarzen Taler hat sich um Hals. Ja. War dann im Gode-Museum die Münze, die wurde dann aber geklaut. Der Taler habe ich selber geklaut, weil ich mich verspekuliert habe mit Ostimmobilien damals. Aber es ist eine längere Geschichte, über die ich jetzt hier nicht öffentlich sprechen möchte. Uludar. Was wollte ich sagen? Ach so, dass ich war oft in der Türkei. Ich war 20 Mal in meinem Leben in der Türkei und ich wurde früher, hatte ich schwarze Haare noch. Und dann war ich im Restaurant und dann haben die mich auf Türkisch angesprochen. Ja, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja kein Türkisch. Und weißt du, was dann war? Next Level. Dann dachten die, ich bin Deutsch-Türke, der die Sprache nicht kann oder die nicht sprechen möchte. So wie ich. Dann waren die beleidigt. Mhm. Dann haben die gesagt, ey, das geht nicht. Du musst doch Türkisch sprechen. Mhm. Und als ich dann irgendwann Stunden später gesagt habe, pass auf. Ich bin Deutscher. Ich kann kein Türkisch. Ich kann das einfach nicht. Dann war die Freude groß. Was ist das denn für ein Fable bei dir mit diesem? Dass ich irgendwie habe ich das damals schon gerochen, dass du irgendwie in die Richtung so ein Fable hast. Für mich bin ich groß geworden so. Okay. Also ich bin im Wedding aufgewachsen, in Neukölln geboren, im Wedding aufgewachsen. Die Leute waren immer da. So, okay. Für mich waren die immer da. Und dann kommst zu Hause. Dann kommst du in so eine Szene rein. So wie jetzt irgendwie ein bisschen in der Kunst und dann sind die weniger geworden. Weißt du? Oder dann irgendwann, die müssen jetzt raus. Weißt du? Ja. Und das war für mich absurd. Also ich habe damals auch angefangen mit Varieté zum Beispiel, wo immer Fakt war, das war immer international. Da waren Schwule, da waren Lesben, da waren KünstlerInnen, weißt du, da war alles gemischt international. Und dann kommst du mit Leuten zusammen oder Leute ficken dich irgendwie an und sagen, nee, Ausländer raus. Und dann stehst du da und denkst, hä, wieso? Oh, du kannst doch nicht mit der Dose gegen das Mikrofon, Fari. Ich bin doch Schnitt. Komm mal bitte einer rein, nimm ihm die Dose weg. Weißt du, was ich erstmal gemacht habe? Ich habe erstmal gegoogelt, wer die Firma hinter Uludal ist. Wie jetzt noch? Warte, jetzt müsste ich jetzt aber richtig auch aussprechen. Uludal. Ich kann es ja selbst nicht. Aber ich bin ja so froh, dass ich mal ein bisschen. Uludal. Uludal. Da. Das ist fies, ne? Ekmek. Ja, das geht. Kennst du Ekmek? Ekmek. Garçon, s'il vous plaît, Ekmek. Wir sagen auch nicht, was das heißt. Das ist jetzt nur für die türkische Community. Ekmek. Oder Eschek. Ja. Ja, das kannst du doch alles. Guck mal. Die Basics halt. Ich habe auf jeden Fall gegoogelt, damit das du nicht... Du musst auch. Ich wollte nicht, dass das irgendwie der falsche Typ dahinter ist. Wie ist denn, bist du jetzt in der Türkei eigentlich, während jetzt mit Erdogan und so? Boah, ey, wollen wir da wirklich in die Ecke? Ja, weil, naja, pass auf, ich bin jetzt, also ich war jedes Jahr mindestens zweimal in der Türkei gewesen und seit Erdogan halt nicht mehr. Ich darf gerade nicht einreisen, tatsächlich. Darfst du nicht? Nee, weil ich... Weil du dich hässlich geäußert hast, oder? Weil ich hässlich bin. Nee, weil ich... ich hab irgendwie, das ist Bundeswehrgeschichten, bin ja Doppelstaatsbürger. Und ich bin da nicht zur Bundeswehr gegangen und muss jetzt erstmal meinen Zivildienst hier anerkennen lassen und so. Irgendwie sowas. Wenn ich da jetzt an die Grenze komme, dann würden die mich einkassieren und dann müsste ich da Bundeswehr machen. Militärdienst. Mit 42, scheißegal, ist so. Alter ist. Ja, ist so, musst du. Ich glaube, so, das sagt mir mein Vater. Ich glaube meinem Vater. Und will ich nicht. Ich will nicht Militärdienst jetzt in der Türkei machen. Deswegen muss ich erstmal diese Anerkennung machen. Jetzt sind mir aber diese Unterlagen abhanden gekommen. Es ist eine wahnsinnig langweilige Geschichte, aber ich kann sie... Aber pass auf, weil jetzt hat es gar nichts mit Erdogan zu tun. Wenn Erdogan weg sein sollte, nee, das hat mir dann kommt nicht. Der neue Präsident, die neue Präsidentin und dann darfst du trotzdem nicht rein, weil die dann sagen... Im Moment ist das so. Im Moment ist das so und ich muss jetzt Zivildienst anerkennen. Erstmal. Ich habe ja hier einen Kindergarten habe ich gemacht, muss ich denen sagen. Dann gab es so Nachnamensschwierigkeiten. Ich hatte da ja einen anderen Nachnamen.
Und dann haben wir, als wir Deutsche geworden sind, haben wir den halbiert. Ich weiß gar nicht, ob das ist rechtlich wahrscheinlich total brenzlig, was ich hier alles. Es ist scheißegal. Mhm. Und so. Und jetzt, jetzt muss ich erstmal. Ich muss erstmal zur Behörde. Ich muss hast du denn Konsulat. In Deutschland auch Zivildienst gemacht? Ja. Können wir das nachprüfen, Jon? Ja, das wäre nett, wenn das. Achso, ob ich. Also was? Wie? Sonst müsstest du das nachholen. Hier wird nicht gelogen, Fari. Habe ich. Hab hast ich wirklich? Du? Ich habe ja total Kindergarten verweigert. Kunterbund. Ja? Ach so. Mhm. Ich war da so Hausmeister. Mhm. War ziemlich früh genervt eigentlich. Du, dich nicht, oder die, ja, ich mochte die, einfach nicht die anderen. Mochte nicht die, die Tische decken. Ich, da war ich noch nicht so demütig. Weil man muss sich ja so bücken im Kindergarten. Genau, man muss ja so weit flach. Runter. Sie kennen das doch vom Abholen. Das war ja wirklich, das ist ja eine ganz andere Klimazone auch da unten bei den Kleinen. Weit unten und es stinkt. Bei den Pupis. Ja, es stinkt so unfassbar. Den ganzen Tag stinkt es. Nach Kacke, muss man einfach mal sagen. Kinder stinken. Naja. Also meine nicht, aber... Andere, wa? Andere ja, stinken, nein. Aber die einen stinken ja nicht. Nein, um Gottes Willen. Hast du, wie viel hast du denn eigentlich? 4. Ist nicht dein Ernst. Du hast 4 Kinder? 4, ja. Also von da war viel Kacke im Spiel gewesen. Ich muss oft daran denken, kennst du das noch? Ich weiß jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie alt deine Kinder sind oder so. Mike nämlich auch nicht. Aber kennst du noch diese, also wenn du das gerochen hast, dass die Windel voll ist, dass du dachtest, ey, bitte lass es nicht bis zum Hals hochgehen. Klar. Weil dann Mal. War ja Fakt, baden. Alles, was in der Windel war, ja, genau. Was in der Windel ist, bleibt in der Windel. So, das ist ja schnell zu machen. Aber wenn der Buddy bis zum Hals so voll, dann war Fakt, dass man baden musste. Das hat richtig genervt. Ich habe die immer einfach unter das laufende Wasser gehalten. Das fand ich gut. Ja? Mhm. Im Waschbecken? Im Waschbecken einfach. Aber die Kacke lief dann natürlich das Waschbecken runter. Das muss man akzeptieren. Das ist aber nicht schlimm. Wir reden schon über Kacke, siehst du? Und ich hab nichts anderes. Manchmal habe ich das Gefühl, ich hab nichts anderes. Bei dir ist immer diese anderes. Pimmel-Kacke-Geschichte, wa? Ja, ist ein bisschen nervt dich das selber? Oder weil, wenn man da selber zu steht, ist es ja, wenn es nur die anderen nervt, dann ist ja mal gut, weißt du? Die anderen sind leicht genervt davon, aber ich hab akzeptiert, dass das ein Teil meines Lebens ist. Ist so, wa? Ich bin ja, bist du auch eigentlich, also Proletarier? Bist du aus einer Arbeiterfamilie? Ja, wir waren beide Studenten tatsächlich, aber schon sehr proletarisch. Ja, auch Marxisten damals und so. Wir waren ja richtig so Hausbesetzer-Szene und so. Und wo Hamburg. Bist du groß geworden? In Hamburg? Hamburg. Oder? Hamburg City. Naja, deswegen, ja. Also ich hab das auch immer, dass die Leute immer sagen, ich sag so viel Scheiße. Und dann denke ich so, naja, klar, ich sag vielleicht Arschloch, ist es das. Ich sag verpiss dich. Mögen die nicht hier, so, ne? Da? Nee. Ist nicht so selbstverständlich. Aber, könnte ich mir auch nochmal antrainieren da. Aber nein, mach das nicht. Warum? Es, ja, ist, ne? Ja, kein, es ist ja keine Provokation, dass ich jetzt hier mir aufschreibe. Gehört einfach dazu. Heute in der Kacken. Folge sage ich dreimal Arschloch, sondern das kommt ja aus einem heraus. Das ist ja sehr authentisch eigentlich. Ja, das stimmt. Ich habe da so eine Tiefe, auch eine Lust so ein bisschen an diesen. Ich mag das auch immer noch, wenn das so rausquillt und so. Ich habe das, ich glaube, das wird auch unterschätzt und ich mag nicht, wie darüber gespöttet wird und dass das überhaupt in so einer Ecke, in so einer verruchten Ecke hängt. Eigentlich würde ich die Kacke gerne aus der verruchten Ecke rausholen und sagen, lasst uns das feiern. Kacke feiern? Ja, Kacke feiern. Kackfreitag? Ein Kacktag, ein Tag der Kacke. Heute ist Scheißtag, internationaler Scheißtag. Internationaler Tag der Kacke. Und das wäre doch... Ja, und wir lachen jetzt wieder so, die Arme, gar nicht arm, arm ist sie ja auch nicht, aber sie ist einfach, es ist ein wundervolles, ich glaube, dass das viele auch genießen und die gucken auch nochmal in die Kloschüssel, gucken nochmal so hinterher. Ja, verabschieden sich. Ja, so ein stilles, da ist immer so ein demütiges, aha, ja, so war es heute. Wo man sich dann abends wieder nackt auf den Stein legt und sagt, ich hab gut abgeliefert. Ihr könnt mir alles vorwerfen, aber nicht, dass ich hier nicht gut abliefer. Wie ist das bei Jerks? Ich habe mich, wurdet ihr bestimmt tausendfach schon gefragt, aber ich habe es nicht gelesen. Überwindet ihr eure Peinlichkeit in dieser Serie oder seid ihr vorher schon oder privat so, dass ihr sagt, ich habe sowieso, mir ist nichts peinlich, deswegen konnte ich das gut drehen bei Jerks? Oder seid ihr selber am Set und denkt, boah, nee, jetzt hier, ich kann mich an eine Szene erinnern, Ulm im Whirlpool mit zwei anderen noch.
Ja, das kann er, ne? Mit seinem, der hatte ja so einen komischen zusammenlaufenden Hintern, der so von oben so schräg, ich weiß nicht, ob das die Kamera war oder sein Hintern, der so zusammenläuft. Das habe ich noch nie gesehen. Nee. Ja, muss ich mir nochmal, müssen wir alle uns nochmal angucken. Ja, aber meinen also Arsch kann man auch sehen bei einer Insel namens Udo. Wirklich? Ja. Da sollte ich meinen Arsch zeigen. Und? Resonanz? Ich habe beim Drehen nicht darauf geachtet, dass das ja ein Kinofilm ist. Also, dass man diesen Arsch, dass der 5x8 Meter groß ist. Ja, das ist und also ich vor dem Dreh wirklich gefragt worden bin, ob mir der Arsch gepudert werden soll. Und ich habe einen Lachkrampf gekriegt, wo ich dachte, mir wird der Arsch schon so oft gepudert, Leute. Lass auch mal bei weg. Der Premiere hast du gedacht, hätte ich ihn mal... Nee, ich war so ein bisschen stolz drauf. Ah, okay. Weil das war ja vor 15 Jahren oder so, da waren noch alle Tutti. Oh. Also es war gut, dass ich zu der Zeit den Arsch gezeigt habe. Ich habe so. Jetzt würde ich irgendwie schon vielleicht sagen... Puder mal die eine Hälfte, damit ich den Effekt sehe und dann auch vielleicht dann sage, mach die andere Seite auch. Ich habe so Schwangerschaftsringe. Oder schminkst so ein bisschen Licht und Schatten. Hast du auch so Schwangerschaftsringe? Ja, das wäre nett. So Licht und Schatten. Am Arsch? Ja. Ich habe so leichte Schwangerschaftsstreifen. Ja. Warum eigentlich? Ja, sind wir da die einzigen Männer, die das haben? Oder? Er ist doll gewachsen in einer Zeit. Ich hatte erst so einen flachen und jetzt habe ich so einen Entenarsch. Und in der Zeit, die Haut hat das nicht so das schnell verarbeitet. Das ist, wenn man abnimmt, glaube ich. Wenn man zu, also ach, wenn man auch. Doch. Stimmt. Du musst wieder zunehmen. Zu deiner Frage bei Jerks, ne? Interessiert dich das wirklich, naja, ob wir das schaffen? Ich frage mich, also jetzt wo du da bist, weil ich mich das beim Gucken auch mal gefragt habe, was ist mir eigentlich peinlich? Also wenn ich da am Set gewesen wäre, waren auch Leute da, die gesagt haben, pass mal auf, nee, doch nicht. Nee. Ich mach's jetzt doch nicht. Nee, so nicht. Manchmal lacht man, um sich zu befreien von der Spannung. Ich glaube, mir ist ganz viel unangenehm, aber ich mache es halt trotzdem. Früher hätte ich es nicht gemacht. Ja. Das hat sich verändert. Ich glaube, mir ist unfassbar viel unangenehm. Ich bin ein sehr schambehafteter Typ, sehr ängstlich auch. Aber ich mache die Dinge trotzdem. Das hat sich tatsächlich verändert. Und Jerks hat so ein bisschen geholfen dabei, weil die Überwindung, die kann man trainieren. Und dann ist es halt so. Und es ist auch eine Lust. Da ist dahinter beginnt das Leben. Das ist wirklich so. Das habe ich doch auch schon bei Teddy gesagt. Wenn du dich über diesen Schatten springst, dann da passiert was mit dir, auch wenn es unangenehm ist und auch wenn ich rotbäckig werde dann und die Leute komisch gucken und auch angewidert ja teilweise sind und so. Und ja, so geekelt, ne? Ja, so leicht ekel und dann denke ich, ja, ich bin auch eklig und das ist ja auch. Aber das fand ich immer, da dachte ich so, die sind eklig, aber ich mag die. Ja. Weißt du, das ist so eine Ekelsympathie. Ja, wie er einen Durchfall hatte und im Bett liegt, weißt du, und sein Fußballfreund dann reinkommt und du ihn vorführst, wo ich denke, das ist so eklig. Ja, stimmt. Hätte ich ihn an dem Tag getroffen, ich hätte ihm auch nicht die Hand gegeben, weil ich dachte, nee, du hast Durchfall, du bist eklig. Aber ich mag dich. Ich küsse deine Augen, weißt du, aber ich küsse dir nicht die Hand. So, aber nicht deinen Arsch noch. Da ist keine Kacke dran. Heute küsse ich nur deine Augen, nicht dein Po-Loch wie sonst. So ist das halt. So ist das halt. Einige kacken ins Bett. Und ich glaube, wenn du es klein hältst und wenn du es ehrlich nimmst, dann befreist du auch all jene, die irgendwann mal ins Bett gekackt haben. Es ist einfach ein unendliches Gefühl von Befreiung, wenn man da hingeht, wo man es schwer erträgt. Ich bin mal im Hotel eingeschlafen auf diesem Stück Schokolade, was die mir auf den Kopfkissen gelegt haben und bin dann aufgestanden und es sah sehr nach Kacke aus. Und ich bin dann aus dem Zimmer raus und dann kam die Putzfrau, die stand schon vor der Tür. Und ich habe noch überlegt, ob ich noch irgendwie was erkläre. Aber? Ich habe mich nicht getraut. Ich bin dann raus. Und die dachte dann auch, warum kackt der aufs Kopfkissen? Nee, das ist ja gewandert. Ach so, ist gewandert. Ich lag da mit dem Rücken drauf oder so. Also das Bettlaken war voll braun. Und ich habe überlegt, noch, dass ich irgendwie noch mein sage, Humor. Ich weiß auch nicht. Guten Morgen. Ist jetzt nicht so, wie Sie denken. Das ist keine Kacke, das ist Schokolade. Oh Gott, da fallen mir Geschichten ein. Das ist wie so diese Sexunfälle in der Notaufnahme, weißt du? Ich bin auf das Matchbox-Auto dreimal raufgefallen und habe deswegen diese Straße hinten drin. Das wo war's? Nix. Welche Serie? Weiß ich nicht mehr. Jackass.
Echt? Da haben die sich drei Matchbox-Autos hinten reingeführt und dann gab es ein Röntgenbild und es war wie so eine Straße. Eben. drei Autos. Ich habe die irgendwie geliebt damals, ich weiß auch hast nicht. Hast du diese neuen Sachen nochmal gesehen? Die haben ja nochmal nachgelegt. Die habe ich leider nicht gesehen. Auch lustig, wenn du denn Knoxville siehst irgendwie, in der einen Folge komplett schwarze Haare oder dunkelbraune Haare, drei Folgen weiter komplett grau. Wo man so gemerkt hat, okay, ihr seid ja auch älter geworden. Ja, das ist es, glaube ich, wovor ich mich fürchte, so dass ich auch traurig werde, wenn ich den zusehe. Da ist auch was ganz bitter Trauriges dabei. Wir haben das ja nachgespielt. Dass man nur, das, ja? Was? Ja, wir haben es versucht. Mein Freund ist irgendwie in einen Baum gehüpft und ich, ja? Und ich habe so ein Gubbi von ihm runtergeschluckt. Fabi, wollen wir noch was machen? Ich habe dich so gern, du bist so schnell. Wie magst du meine Bilder? Ich mag die wirklich. Ich würde dich wirklich bitten, die zu unterzeichnen, weil da mehr Geld denn ist. Ja. Mehr Wert. Ich habe die Führung mache in meinem Haus, dass ich mal sagen kann, das ist. Also das ist ein Fariat. Die Malerlegende. Das ist ein Jardin. Das ist ein Jardin. Ach, da drüben hängen die drei Jardins. Und wie geht's jetzt weiter mit dir? Was machst du? Pause. Ich mache jetzt Pause. Wie Pause? Ich bin im Moment sehr Vater. Wir reden ja nicht über das Alter unserer Kinder. Aber wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei. Und ich bin gerade ganz schön mit denen beschäftigt und das ist auch ganz okay, aber es ist ganz schön anstrengend. Ja. Und sind so ein paar Anfragen. Ich habe gerade nicht so eine Lust. Ich überlege gerade. Ich will gerade noch mal so in mich. Sind die schon in dem Alter, wo die fragen, Papa, wann gehst du wieder auf Tour? Nee, ich war ja nie auf Tour. Das ist ja genau das Ding. Aber wann gehst du zur Arbeit, zum Drehen? Ich habe jetzt was gedreht, das kommt jetzt auch irgendwann bald. Ich bin so ein bisschen müde von diesem fremden Werk. Ich glaube, du bist unmittelbarer dran an dem, was du selbst... Aber du willst auch Kinostar sein. Nee. Nee? Das habe ich aufgegeben. Das willst du nicht? Nee. Bringt auch nicht so... Nee, weil ich einfach das Talent nicht habe. Ach Quatsch. Ich habe nicht das... Brauchst doch kein Talent. Brauchst auch in Deutschland. Nee, dann will ich Kinostar. Ich bin ein komischer Schauspieler. Ich bin jetzt das, was ich eigentlich mit 16 werden wollte, bevor ich gesagt habe, ich werde dann doch Komiker. Ich wollte komischer Schauspieler werden, der Rollenangebote hat in der Agentur, 50 Drehbücher und ich sage dann, Elfriede, pick mir nur die komischen Rollen raus und die drehe ich dann. Weißt du, dass man nur komische Sachen macht. Weil ich dachte früher, als ich so Louis de Funès gesehen habe zum Beispiel, so läuft das. Er ist halt ein komischer Schauspieler und er hat ja nur Komödien gedreht. Und so was ganz Ernstes, so durchhalten, 4 Monate. Würde ich, also bei den Sachen, die mir komisch angeboten werden, sag ich ja mal ab. Ja. Also ich lebe ja quasi davon oder ich existiere noch, weil ich unheimlich viel, also von 10 Angeboten 11 ablehne. Und dann sag ich, so wie ihr euch eine Komödie vorstellt, schäme ich mich. Das möchte ich nicht. Und von daher glaube ich, wenn ich nochmal was machen würde, würde ich wirklich so auf Psychopath oder Mörder gehen wollen. Das würde ich vielleicht gerne nochmal machen wollen. Aber so, dass ich jetzt, also so wie du, dass das mein Hauptgeschäft ist. Oh Mann. Du hast ja Talent. Ach. Ich bin ja immer dabei, vorm Dreh dann noch zu überlegen und zu denken, boah, Alter, ich bin wieder der Einzige, der den Text nicht kann. Ich habe bei hier Bibi und Tina gedreht, 100 Statisten um mich rum. Ich so, sag mal, bist du bescheuert? Das ist mein erster Drehtag. Nachts irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, weißt du, den Text nicht richtig mir da hingeklemmt habe, wo man nicht sehen. Ich habe immer, wo steht die Kamera, weißt du? Und dann dachte ich, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, siehst du. Weil wenn man kein guter Schauspieler ist, dann muss man zumindest einen Text können. Dann muss man zumindest gut vorbereitet sein. Das stimmt. Weißt du? Ja. Dass wir jetzt, wenn wir jetzt drehen, dass du sagen kannst, okay, er ist ein schlechter Schauspieler, aber er war immer on point. Ja. Weil er war immer frisch gewaschen, er hat gut geduftet. Wir haben die Szene komplett rausgeschnitten mit ihm. Aber er war nett, freundlich dem Team gegenüber auf, weißt du? Aber eine Karriere sägt er nicht. Netter Kerl. So ein Schauspieler bin ich. Ich finde, so schlecht fand ich dich jetzt nicht. Das stimmt nicht. Du warst einfach sehr viel Kurt Krömer für mich. Das ist doch, komm, jetzt packen wir mal aus. Ja. Du wirst doch nach Namen gebucht. Natürlich. Bei Bibi und Tina ist doch jetzt keiner, wo sie jetzt gesagt haben, oh Gott, die ganzen Burgschauspieler, die können alle nicht. Fragen wir mal Kurt Krömer an, ist ja auch eine Schauspiellegende. Man geht doch nach einem Namen. Na klar. Ja, und dafür hast du das doch.
So synchronmäßig auch. Ja, ne? Synchron ist das ja auch. Also ich hab, machst du synchron? Ja, und wurde da von dem Regisseur und auch von den SchauspielerInnen gelobt. Ja, das tut gut, ne? Weil ich das so schnell gemacht habe. Ach, du bist sogar schnell. Ja, nee, das kann ich nicht so gut. Also diese Takes da, ich weiß jetzt nicht, wie viel 350 Takes oder was ich da hatte. Und dann dachte ich, okay, wenn ihr das sagt und wenn man von den Blicken schon gemerkt hat, irgendwie ganz zum Anfang, wenn du das erstmal zusammentriffst, dass die dich dann so angucken, so von wegen, oh Gott. Mhm. Ja, Promi-Synchron. Das ist bestimmt total langweilig jetzt. Also der dauert jetzt bestimmt bei dem und dann klappt das nicht oder ist nicht authentisch oder so. Ist ja auch schrecklicher Kompromiss, ne? Du kannst das total gut und dann kommt da so ein Bekannter rein und genau. mit Ach und Krach drücken wir ihm das so rein. Nee, von daher Schauspielerei, weißt du, wie das ist. Du kannst das ja nicht selbst bestimmen. Die Rolle findet dich ja, ist ja nicht andersrum. Ich lerne so viel bei dir und ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich, dass ich dich viel früher hätte ich dich anquatschen müssen. Viel früher. Ist so, wa? Ja, ich hätte weißt du, was früher. Ich immer scheiße finde an unserem Beruf, dass wir, also so wie wir jetzt hier beide sitzen, kurz vor der Hochzeit eigentlich, weil wir müssen eigentlich nur noch mit unseren Frauen reden und die Stadt bestimmen, wo wir denn zusammenziehen, wenn wir geheiratet haben. Aber von diesen Pärchen gibt es so viele, glaube ich, die sich gegenseitig, die sich toll finden, aber sich das nicht sagen. Immer Angst. Wie hieß denn diese Sendung, die du früher immer im Fernsehen, wo du die Leute immer kaputt gemacht hast? Wie hieß das denn? Die internationale Show? Hieß die so? Schee Krömer? Nee, davor, ja, internationale. Vor Schee. Schnee Krömer, Schnee. Oder ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist Schnee von eine gestern. Schöne Fortführung, ne? Schnee Krömer. Ist was ganz anderes. Ich glaube, die internationale Show, aber da habe ich die nicht fertig gemacht, das wird mir immer vorgeworfen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich einfach für die Leute nicht interessiert. Ja, aber es war schön. Das war in gewisser Weise schön. Weißt du, und da, also so 20 Jahre später denke ich, ist doch aber toll. Weil guck mal, du bist doch jetzt bestimmt auch so drauf, dass du, wenn du jetzt Interviews machen musst, du musst doch immer die gleiche Scheiße beantworten, ja, oder? Es ist doch immer der gleiche Kack. Sagen Sie mal, mit Ihnen und Herrn Ulm, verstehen Sie sich eigentlich oder ist es so rein professionelle Basis irgendwie, dass man sich halt verstehen muss, aber eigentlich hassen Sie sich? Was wäre denn nochmal die Rolle Ihres Lebens? Wo würden Sie, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Weißt du? Ich finde das total erfrischend. Ich habe nur einfach Angst vor dir gehabt. Ich kann es dir nicht anders sagen. Aber dafür könnte ich dir jetzt schon wieder eine Schnauze reinhauen, dass du hier Angst hattest. So was verstehe ich nicht. Setz dich gerade hin. Das tut mir total leid. Den schiefen Rücken. Ja, habe ich aber eh schon. Ich bin jetzt gerade bei Physio. Aber meinst du, dass ich so viele Leute in diesem Land verstört habe, die mich alle eigentlich lieben, die mich alle... Nö. Das hat ja auch schon gute Leute getroffen. Ich hatte die richtigen immer, wa? Ja, das stimmt ja auch nicht. Also nicht immer die richtigen. Ich habe ja nicht immer alles. Nee. Es war nicht immer alles gut, was ich da gemacht habe. Aber es war auch nicht schlecht. Nee, das war super. Ich habe mal meinen alten Deutschlehrer, Herrn Krömer, getroffen, von dem ich mir den Namen ausgeliehen habe. Und der hat gesagt, weil ich hatte immer Stress mit Lehrern, so, ne? Und ich habe ihn dann gefragt, war ich eigentlich der Klassenclown oder habe ich irgendwie immer nur den Nerv, war ich so ein Arschlochkind? Und er sagte dann später, du hast dich eigentlich immer mit den richtigen Lehrern angelegt. Ich bin immer ins Lehrerzimmer gegangen und konnte natürlich nicht sagen, er hat ja recht gehabt, der Alexander, dass er dich zu Hause da fertig gemacht hat. Und irgendwie war das immer so ein Stänkern gegen Lehrer, die immer so gesagt haben, ist mir doch scheißegal, was aus euch wird, ich kriege ja hier mein Geld. Also so Verweigerer eigentlich. Auch Leute, die keinen Bock hatten auf ihren Beruf. Das machst du nicht. Weißt du magst das nicht. Naja, so ein, ein 30-jähriger Lehrer, der keinen Bock hat auf seinen Beruf, wo ich denken würde, ey, pass auf, verpiss dich hier. Geh weg, mach was anderes. Warte jetzt nicht noch 25 Jahre oder 30 Jahre auf deine Rente und verbitter hier total, sondern geh dann raus aus diesem Beruf. Sagt sich so einfach. Ja, aber das ist mit Schauspielern auch so. Ich bin Schauspieler, der gerade keinen Bock hat. 15 Jahre war ich erfolglos, weil ich gesagt habe, ich möchte komischer Schauspieler werden. Dafür bin ich 15 Jahre durch die Scheiße gerottet, wo ich mich jetzt, glaube ich, gut hinstellen kann und sagen kann, nee, mach mal ruhig. Ist nicht schön so, war nicht geil, aber dafür geht auch sitze fast ich jetzt auf. Mit dir hier und kann sagen irgendwie, das hört sich jetzt so albern an, damals hatte das mehr Schärfe, als ich gesagt habe, ich möchte meinem... Muss kurz rotzen, warte. Ja, rotz auf den Boden. Oh. Nicht gegen die samtbehangenen Wände.
Hast du irgendwo hingespuckt? Nein, ich habe es nur reingezogen. Ich hatte jetzt kein Papier. Wie, hast du jetzt rein und jetzt schluckst du drunter oder was? Hinten ist es gerade. Oder genau. Hast du irgendwie so eine Backentasche, wo du jetzt wartest, bis alt vorbei ist? Willst du so eine Wichsrolle da von Zewa oder wie das heißt? Nein, danke. Kurze Pause. Aber ja, habe ich meine Sachen zu Ende geführt, die ich hier angeführt habe? Brauchst du nicht. Ich wollte über Kinder noch kurz sagen. Ja, sag mal. Dass ich das auch im letzten, ich will jetzt ja nicht rumheulen, weil ich wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr hatte. Deswegen ist das so ein Luxusproblem. Aber ich habe gemerkt, ich habe so viel gemacht, das war nicht schön. Ich will auch zu meinen Kindern. Ich habe Angst, dass ich bin auf einem guten Weg, weil die jetzt auch schon älter sind. Ich möchte keine Arschlochkinder großziehen. Ich möchte nicht, dass ein Kind zu mir kommt und sagt, ja Papa, du hast ja 3 Jahre denn gedreht. Du warst ja nie da oder so. Das ist jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, denke ich, scheiße, wie lange bin ich jetzt weg? 3 Tage und dann krieg ich Schuldgefühle und denke, ey, wenn jetzt irgendwas nicht läuft, aber ich bin ja nicht Monate weg. Also eine komische Sensibilität, man denkt, man traumatisiert sie mit jedem Schritt, stimmt ja gar nicht. Aber es ist schon so, dass meine sind noch so jung, dass das Spielen mit denen unfassbar scheiße ist. Mir bringt das überhaupt keinen Spaß. Ich kämpfe mich durch jedes Spiel mit denen. Ich muss gerade Meerjungfrauen-Rollenspiele, das ist mein Untergang. Ich muss gerade irgendwie Meerjungfrauen mit dem Fischernetz einfangen. Ja. Und mit der anderen muss ich irgendwie zum 38. Mal Bobo lesen. Kennst du Bobo? Ist ja auch egal. Das kennt man der ja auch. Der Baumeister? Nee, das ist Bob. Bob. Wer ist ein Bobo? Ja, vielleicht muss ich mal Bob lesen, vielleicht ist das besser. Es ist einfach so unerträglich langweilig. Unerträglich. Und ich bin in jeder Hinsicht erschöpft. Als Schauspieler kein Bock mehr. Als Papa ist schwierig, komme ich an meine Grenzen. Ich brauche MDMA. Ich glaube, du hast es ja mal genommen. Meinst du, das könnte mich aus der Misere holen? Aus dem Dreieck, Todesdreieck? Natürlich nicht. Sonst würde ich es ja jetzt immer noch nehmen. Also bei mir kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte... Bist du noch in Therapie? Ich habe mir... Ja, ja. Ja? Ja, ja. Immer noch einmal die Woche. Oh, geil. Ich will auch nicht aufhören. Ne? So eine gute Lebensbegleitung. Ich will nicht aufhören. Weil ich manchmal auch mit ihm durchgehe, jetzt steht Weihnachten an, was soll ich für Geschenke kaufen? Ja. Ich nutze das für alles Mögliche. Ich will wieder Sport machen. Wie geht das jetzt an und so, weißt du? Das ist eine gute Stütze. Aber was wollte ich jetzt gerade sagen? Kinder sind langweilig und Schauspieler. Nein. Nein, Drogen, dass man sich irgendwann, haut man sich alle Drogen hinter, die der Markt hergibt und dann kamen die Kinder und dann dachte ich so, naja, jetzt ist gut. Ja, konntest du das? Ich wäre jetzt, glaube ich, sonst tot. Ich wäre auch tot. Hätte ich keine Kinder, wäre ich jetzt drogentot. Wäre ich einen Drogentod gestorben. 100 Pro. 100 Pro. 100 Pro. Ich auch. Und von daher, natürlich hier eine öffentliche Geschichte auf. Ich weiß nicht, ob du weißt, das sind ja Mikrofone, die das, was wir sprechen, transportieren in Kisten zu den Hörern zu Hause. Ja, wir lügen Dass ich jetzt sagen müsste, würde, ich hab's halt gemacht. Ich habe halt Drogen genommen, aber bin jetzt nicht so stolz drauf. Aber ist wie mit dem Saufen. Ich bin ja trockener Alkoholiker auch. Da waren schon einige Feste mit dabei, wo ich sagen muss, möchte ich nicht missen. Weißt du? Nackt im Restaurant auf dem Tisch Zertaki tanzen oder so. Da waren schon Sachen mit dabei, die man mit ins Grab nimmt und wo dann auf dem Grab draufsteht. Er war ein Fröhlicher. Konnte gut tanzen. Er stand stets im Mittelpunkt, weißt du? Er konnte gut tanzen. Siehst du dich gerade so vor Augen? Siehst du? Ich sehe mich aber auch irgendwie am Rüdesheimer Platz da. Morgens um 4 irgendwie in meiner eigenen Kotze liegend nach so einer Wodka-Nacht irgendwie da im Blumenbeet, weißt du? Das waren auch so Momente, wo ich dachte, okay, ist halt nicht durchgehend schön. Durchgehend nicht. Nee, die Seltenheit macht's, ne? Nee, ich bin auch, ich finde das auch richtig, doof, alles. Also jetzt findest du auch Drogen doof. Der Beruf, die Kinder, die Drogen. Wir brauchen irgendwas für dich, was dir Freude macht. Das wäre noch ein zum Hobby. Abschluss. Ein Hobby. Hast du ein gutes Hobby? Ich habe wirklich keine Hobby. Hast du ein Haus? Nee, noch nicht. Ich suche gerade ein Haus. Kiffst du? Nee, ganz, ganz, ganz selten. Dann bau doch Hasch selber an. Das gibt doch diese Grow-Boxen. Weißt du? Das habe ich auch mal gemacht. Ich kiffe ja auch nicht mehr, weil scheiße ist mit Depressionen zusammen. Ah, echt? Aber das Herstellen ist geil. Echt, will man selten auch nicht sagen, glaube ich. Ne? Nee. Jon sagt auch gerade. Nee, also wie gesagt. Schwimmen.
Wander aus und bau Hasch an. Oder Mohn. Wenn du aus, irgendwo kannst du auch Mohn, denn würde ich gleich auf Mohn gehen. Lieber Richtung Mohn. Und dann aber keine dann Drogen, sondern Stein. Nur Mohnkuchen. Weißt du? Keine Drogen. No Drugs. Oh, danke, das hilft. Weißt du, was ich überlegt habe? Einen Tango-Kurs zu belegen. Wirklich? Ja. Habe ich mal gemacht. Habe ich mich permanent gestritten mit meiner Partnerin. Ja? Wir wollten das, um uns was Keckes zu gönnen. Was Keckes? Und dann sind wir im Kreis und sollten immer Partner wechseln. Haben wir nicht gemacht. Stattdessen haben wir uns gestritten und sind einfach nur noch so gelatscht. Haben uns noch so sind im Kreis gelatscht und haben uns gestritten und angepackt. Aber genau so habe ich mir vorgestellt. Nee, guck dich mal. Du hast auch irgendwie. Und so ging das. Und kannst du jetzt tanzen? Ja, ich kann tanzen. Ich kann Tango. Nee, das ist nicht meins. Twerken? Ich mach nur Twerken. Twerk doch noch ein und dann geh. Danke dir. Nee, dann streiten wir uns. Streiten wir uns nicht. Sind wir jetzt befreundet eigentlich? Oder wie ich wäre sehr gerne mit dir befreundet. Aber ich bin halt so einer, der ich melde mich immer sehr langsam zurück. Ich auch. Ah, echt? Perfekt. Das ist ja perfekt. Das ist perfekt. Ich erwarte auch nicht, dass jemand was zurückschreibt. Ich bin echt von Gott gesegnet, dass ich viele Freunde habe, die das auch alle mitgehen. Hast du gute Freunde? Ja, teilweise seit 20 Jahren. Hast du wirklich gute Freunde? Ja. Teilweise seit 20 Jahren. Bist du körperlich? Mit den Freunden kannst du die richtig umarmen? Auch sexuell jetzt oder was? So eine Freundin. Nee, es zwingern. Gibt noch was davor. Ich bin jetzt nicht zwingern, sondern klar. Kannst du richtig kuscheln? Kannst du dich auch an die lehnen und so? Ja, auf jeden Fall. Ah, schön. Schön. Ich hatte Bedenken, dass du ich da mag so das auch unter Männern so, dass man so Hase sich nennt oder so. Mhm. Oder ich hab dich lieb oder Küsschen oder so. Mhm. So was. Kussi. Kussi. Ja, ich meine jetzt schon richtig, so richtig ankuscheln. Sex jetzt oder was? Es beginnt bei dir doch nicht immer gleich. Ist das bei dir immer schon Sex? Ich meine so wirklich. Hose runter, Karneval, sowas? Nee, ich meine einfach nur so auf den Schoß mal legen und auch wirklich sagen, oh ey, ich brauche mal kurz einfach eine Umarmung von dir. Bei jetzt einem, also Mann? Ja. Nee. Das nicht, ne? Nee. Oder wenn du jemanden umarmst, dann richtig auch halten, mal so kurz diesen Moment, auch kurz mal so reingehen und nicht nur kloppen. So. Nee, dieses Abklopfen von hinten nicht. Schon so drücken einmal und spüren. Dann so vom Gefühl her ein bisschen länger. Geil. Aber diese, dass ich mich jetzt auf meinen Kopf auf den Schoß eines Mannes gelegt habe und gesagt hat, streiche, das habe ich nicht. Ja, das ist jetzt auch, das war auch doof irgendwie ausgeführt. Ich meine das eher so anlehnt. Ich hatte das in Thailand, war ich bei einer Massage gewesen, wo er also hinter mir auf dieser Liege saß und ich dann den Kopf in seinen Schoß legen sollte. In so einen Mutterschoß. Mhm. Ja, und da dachte ich, und der hat mich gehalten. Der hat mich gehalten, dann hat er da so rumgefummelt, dann hat er irgendwo gedrückt und gezogen. Mhm. Und dann dachte ich, das ist geil. Ja. Das war wirklich so, das war dann auch egal, ob er Mann oder Frau ist, das hatte sowas von Mutti. Boah. Mutti nimmt dich in den Arm. Das fand ich richtig schön. Und das machen wir dann jetzt, wenn wir uns treffen. Das wäre schön. Ja, dann machen wir das doch. Ja, machen wir das einfach. Also du bist mein Freund jetzt auf jeden Fall. Ich sag das jetzt. Und dann, also melden wir uns jetzt jahrelang nicht beieinander, aber wenn wir uns sehen, dann umarmen wir uns und streichen uns und dann legt mich mein Kopf in deinen Schoß. Das ist schön, Kurt. Danke. Ja, bitte. Das war voll schön hier. Haben wir? Du hast mich ganz zart aufgenommen mit all meinen Neurosen, die ich heute mitgebracht habe. Ich konnte heute nicht. Aber ich würde mich jetzt, wenn ich heute Abend zu Hause bin, nicht hässlich über dich äußern und sagen, Gott, jetzt kam der mit seinen Neurosen, der Typ ist ja krank. Darf ja sein. Der ist ja krank gewesen, doch, Typ. Doch. Nein, das, überhaupt. Ja, aber es ist nicht auffällig, dass ich denke, oh, das war jetzt schon anstrengend mit dem. Sondern ich finde das sehr sympathisch, weil du halt, ich glaube, du reflektierst sehr viel selbst auch. Also du machst dir halt Gedanken. Wir verabschieden uns jetzt hier und gehen jetzt rüber ins Bernsteinzimmer. In den Deluxe-Teil bei Amazon Music. Für den Teil erstmal an meinen guten alten Freund Fari. Ihr hörtet vielleicht, ich habe den Kopf schon, ihr dreimal dürft raten, wo er liegt. Also, Fari Yadim, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich hab dich wieder. Ich hab dich auch lieb. Kussi.
Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.